Sorry, wenn ich dann da immer ein bisschen ruhiger bin, aber ich kann einfach nicht da rumlaufen, schießen und dann noch reden. Kann man das eigentlich zur Explosion bringen noch hier? Keine Munition mehr, schade. Dann lassen wir es lieber mal. Wir müssen sparen. So. Ich glaube, dann haben wir alles. Wo müssen wir denn hin? Okay. Da rein. Wo wollen wir denn hin? Ja, wir wollen ganz hoch. Zweite geht schon gar nicht. Isaac, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen, aber ich kriege über die Comms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Ich könnte mir denken, wer das ist. Ich bin ja echt mal gespannt, wie das letzte Kapitel wird. Wenn ich mir überlege, dass die da nochmal einen draufsetzen wollen, vielleicht. Auf das Spielerlebnis bisher, dann graut's mir davor, muss ich ehrlich sagen. Okay, speichern. Oh nee, Kollege. Oh nee. Das ist echt unnötig. Ich glaube, wir ziehen es einmal kurz zurück. Mal eine Heilung nochmal nehmen hier. Okay. Also da hört es irgendwann echt auf, ey. Ja, was die Dinger immer Munition brauchen, ey, ist echt nicht normal. Wie viel habe ich denn davon jetzt noch? Ich kann auch nicht. Okay. Hammermäßig, ey. Wir haben nicht mehr viel Munition auf jeden Fall. Okay, doch Ripper-Klinge sind noch einige. Dann probieren wir es mal damit. So viele. Lass mich verarschen. Den da. Oh mein Gott. Habe ich gerade irgendwas von Steigerung gesagt? Habe ich, oder? Ja. Gut. Ich denke, die werden wir definitiv kriegen.
Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, diese beiden Dinger zu töten. Ich meine, zwei ist echt völlig übertrieben, oder nicht? Oh. Na, Kollege? Was bist du? Gottes Willen. Was denn? Jawohl. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. In jedem Haus eine Scheiße kommt, packe ich das nicht bis zum Ende, ey. Okay, ich glaube, ich muss noch speichern. Habe ich gerade vergessen. War nicht hier irgendwo so ein Speicherdings da hinten, ne? So, dann mal weiter. Ich bin ja mal gespannt, was mit unserem Mädel ist und ob wir diesen anderen Kerl nochmal treffen. Diesen freundlichen Herrn aus der Krankenstation. Jetzt wieder großes Nachladen machen hier. Von dem haben wir noch am meisten, dann nehmen wir mal den. Ah, na super, hier wäre auch eine Speicherstation gewesen, der Klasse. Wir können nichts aufrüsten, oder? Weil wir keinen Knoten haben. Ne. Leider nein. Wir speichern hier nochmal schnell. Kuscht ja keine Zeit, gell. Okay. Zum Com-Array. Logbuch der Kommunikationszentrale, First Comms Operator Bailey. Dieses Schiff wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Matthias abgelehnt. Er würde es nie zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System. Oh. Wir haben es alle seit Monaten gewusst und die Klappe gehalten, aber das ist jetzt vorbei. Mayday, 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 hier ist die USG Ishimura, hier ist... Verfluchte Scheiße! Das ist ja nicht zu glauben, das komplette Kommunikationssystem ist offline. Jetzt ist es zu weit gegangen. Bailey out. Ja, ich würde mal sagen, das ist eine neue Information. Es war gar nicht genehmigt, hier zu schürfen. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Ach, ein Energieknoten. Okay, dann gehen wir mal kurz zurück. Hm, das ist natürlich interessant. Dann haben die hier also einfach gebuddelt, ohne die Erlaubnis zu haben. Dementsprechend wusste natürlich auch dann wahrscheinlich kaum jemand, dass das Schiff hier ist. Was natürlich eine Bergung auch nicht viel einfacher macht. Was können wir denn hier noch verbessern? Hm. Da so. Das Spiel ist ja viel zu kurz, wenn man das alles verbessern möchte. Die Breite wäre ganz cool. Aber da brauche ich noch einen dazwischen. Hm. Der da. Ja, machen wir mal hier, oder? Ich meine, den benutzen wir mittlerweile auch ziemlich oft. Auch wenn ich den am Anfang gar nicht leiden konnte. Aber da hat man auch immer ziemlich viel Munition.
Wenn man davon auch nicht so viel braucht, einfach. Boah, ich hab grad übel den Durst, ey. Heimann. Jetzt wäre ich so schwitz, glaube ich. So. Gleich mal die Hölle kurz reinbrechen. Oder auch nicht. Jawohl. Achterbahn. Oder Geisterbahn? Kommunikationsarray offline. Ein Servicetechniker wurde informiert. Ich glaube, der kommt nicht mehr. Das Array der Com-Anlage ist in keinem guten Zustand. Wir brauchen mindestens 6 funktionierende Parabolantennen für ein starkes Signal. Sie müssen symmetrisch ausgerichtet sein, damit es keine Internetversorgungslücken gibt. Ja, symmetrisch, das wäre was für ein Jakob. Okay, hier gibt es ein Türchen. Ah ja. Ist eine kleine Anlage. Hä? Hallo? Danke. In dem Fall geht's ja nur hier lang. Schon wieder ein Energieknoten. Jetzt geht's aber los, hey. Irgendwie ist mir hier zu viel Munition. Ich glaube, gleich geht's wieder ab. Masks on. Ist hier Sauerstoff? Eintritt Schwerelosigkeit. Da krabbeln sie schon überall rum. Hallo. Oh. Ich habe fast keine Munition mehr. Hä? Kann ich da einfach... Da kann ich, glaube ich, einfach runterlaufen. Ist ja witzig. Okay. Müssen was symmetrisch ausgerichtet sein. Aha. Okay, ich verstehe es noch nicht so ganz, was ich jetzt machen muss. Oh. Wahrscheinlich muss ich die kaputten. Ah, die kaputten raus, genau. Okay. Wenn sie rausgehen würden. Oh. Ist das ein Bug oder? Los, komm.